Gute meine Freunde und willkommen zu meiner Meinung nach besten, komplexesten und detailliertesten Schlachtfeld-Simulator aller Zeiten, Combat Mission. Combat Mission hat einen neuen Ableger bekommen und zwar Final Blitzkrieg. Ja, das deutet schon wieder auf Zweiten Weltkrieg hin, das ist auch sehr, sehr richtig. Aber des Weiteren befinden wir uns im Umfeld der Ardennen-Offensive, was videospieltechnisch noch nicht so verbraucht ist. Deswegen habe ich mich ganz besonders auf diesen Teil gefreut. Wir werden heute gemeinsam ein kleines Gefecht spielen und mal gucken, was das neue Combat Mission so kann. Oder nicht kann. Wer Combat Mission nicht kennt, Achtung, Combat Mission ist wirkliche Simulation. Schlachtfeldsimulation und das Ganze auf sehr, 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 sehr hohem Niveau, sodass man eigentlich nur mit realen militärischen Taktiken zum Ziel kommt. Das macht das Spiel für mich auch so besonders, aber das ist natürlich für Anfänger relativ schwierig. Nichtsdestotrotz werde ich das Video versuchen, so zu gestalten, dass auch ein Anfänger dem folgen kann, was ich dort tue. Und wer dann ja ein bisschen Blut geleckt hat, möchte ich fast schon sagen, der kann sich hier auf dem Kanal nochmal umsehen. Hier gibt es Dutzende Stunden an Videomaterial über Combat Mission, denn viele Leute wissen ja gar nicht, dass dieser Kanal wegen Combat Mission entstanden ist, weil es dazu einfach keine deutschen Videos gibt. Das Spiel hat ja im deutschen Raum leider immer noch nicht Fuß gefasst. Deswegen bin ich ja da und deswegen stelle ich euch heute Final Blitzkrieg vor. Wie jede Combat Mission Mission beginnt auch diese mit einem Briefing. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir befinden uns, um es kurz zu machen, im Gefecht um den Hürtgenwald. Das ist ja 1944, Ende des Jahres. Und das ist die erste große Schlacht auf deutschem Boden mit den Amerikanern. Deswegen relativ wichtig, auch historisch gesehen, und auch sehr, sehr blutig gewesen. Die Hauptlast in dieser Schlacht lag auf der Infanterie, denn im Wald natürlich kamen die Panzer nicht wirklich zum Tragen. Die Amerikaner wären wesentlich überlegen gewesen, was allein die Menge betrifft von den Panzern und von schwerem Gerät. Das konnten sie aber nicht wirklich ausspielen, weil der Wald eben im Weg war. Viele Straßen waren blockiert, man musste Schneisen schlagen oder auch Schneisen im Wald nutzen, die dann wiederum von den Deutschen blockiert wurden. Darum geht es auch zum Beispiel in dieser Mission, die wir jetzt gleich spielen, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ja, und die Deutschen waren wesentlich erfahrener, was ja kleine Infanteriekämpfe betrifft und Guerilla-Taktiken ein Stück weit, Scharfschützen in den Bäumen zum Beispiel, haben sie auch sehr, sehr gerne gemacht, war etwas, was die Amerikaner sehr viel Blutzoll auch gekostet hat. Oder auch so fiese Nummern wie Artillerie, die in der Luft explodiert und dann die Bäume wegreißt und die Splitter rumfliegen lässt, sodass man dann einen viel größeren Schaden gemacht hat. Wirkliche Airburst-Munition, was heute ja auch von den Amerikanern auch eingesetzt wird. Munition, die quasi über den Feinden explodiert und nicht unter ihnen am Boden und dann noch viel mehr verheerenden Schaden anrichten kann. Ja, das waren so Spezialitäten und natürlich ganz, ganz dreckiger und fieser Grabenkrieg, der sich da entwickelt hat. Und da waren die deutschen Offiziere zum Teil relativ erfahren, denn die haben auch zum Teil schon im Ersten Weltkrieg gedient. Und das ist dann natürlich auch etwas, was zum Tragen kam, sodass wirklich auf beiden Seiten dann sehr, sehr großer Blutzoll war. Ja, und worum geht's hier? Wir spielen die Bravo-Kompanie oder Teile der Bravo-Kompanie der 22. oder des 22. Infanterieregiments. Und das Gefecht im Wald, hier im Hückenwald, das läuft schon zwei Monate. Und wir müssen jetzt den Weg freimachen für unsere Panzer. Es gibt hier eine Schneise durch den Wald, die wollten unsere Panzer nehmen, wurden dann aber zusammengeschossen von einem Panzerabwehrzug der Deutschen, hier vom, wo steht's, vom 353. Volksgrenadierbataillon, ja, ich glaube, oder Division, ich weiß es nicht. Ja, die haben quasi auf sie gewartet und haben sie zerlegt. Das ist nicht so gut, die Panzer weigern sich jetzt weiterzufahren und wir müssen den Weg freimachen. Wir müssen hier eine Kampfpatrouille im Gebiet starten, vordringende Feindkräfte vernichten, am besten auch die Command-Elemente dieser Einheit vernichten und diverse Wegpunkte ablaufen. Die Wegpunkte sieht man nicht, es geht eigentlich nur darum, man soll eigentlich in allen vier Ecken der Map mal gewesen sein, also wirklich durchpatrouillieren und dann auch entsprechend Schaden beim Feind verursachen. Ja, dazu stehen uns zwei Infanterie-Platoons, also zwei Infanterie-Züge zur Verfügung. Wir haben ein Mörser-Element, wir haben ein Maschinengewehr-Element, wir haben das XO-Team der Kompanie vor Ort und wir haben den Kompaniechef, der kommt auch später noch mit aufs Feld. Ja, Plan ist, ich will mit meinem XO-Team und meinem ersten Infanterie-Platoon, was auf dem Feld ist, will ich hier an der nördlichen Flanke vorwärts gehen in Richtung Kirche, eventuell erstmal die Kirche einnehmen, gucken, was sich da so tut, ersten Kontakt mit dem Feind herstellen, mich hier positionieren in dem Bereich.
den Feind so ein bisschen Richtung Süd drängen. Ich hoffe, dass bis dahin dann meine Reinforcements da sind, dass dann das zweite Platoon dann auch vor Ort ist mit dem Kompanie-HQ und das Kompanie-HQ wird zusammen mit dem zweiten Platoon dann den Angriff führen hier unten. Oder was heißt den Angriff? Eigentlich will ich hier nur dicht machen, dass die sich hier so in Stellung bewegen, dass wir quasi ein L aufbauen hier und den Feind hier unten im Süden, im Südosten zusammendrängen und dann zusammenschießen. Das ist so mein Plan. Ja, und dass wir dann den Kreis immer enger ziehen können und möglichst viel Schaden verursachen. Ja, das hoffe ich, dass das funktioniert. Natürlich funktioniert ein Plan nie oder nur bis zum ersten Gefecht. Aber wir schauen mal, inwieweit wir das umsetzen können. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet auf der Karte. Kann man sich dann angucken. Und jetzt wird es halt eben komplex und jetzt werden vielleicht viele Leute auch schon abschalten und sich fragen, was ist das für ein Scheiß? Aber wir schauen uns das jetzt mal ganz in Ruhe an. Also jetzt nochmal hier mein Plan im Detail. Es ist ein bisschen unübersichtlich immer am Anfang, aber ich versuche das jetzt so übersichtlich wie möglich zu machen. Ich habe jetzt hier mein Platoon HQ ausgewählt, also mein Command-Element, mein Zugführer des ersten Zuges, des ersten Platoons. Ich bleibe jetzt einfach bei den englischen Begriffen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und dieser Platoon-Leader, wenn man den anklickt, dann kriegt man hier alle Einheiten gehighlightet, die dazugehören. Das ist hier das dritte Squad. Das habe ich aufgeteilt in drei Teams. Warum, erkläre ich gleich noch. Das ist das erste Squad. Und hier haben wir das zweite Squad an der rechten Flanke. Das zweite Squad wird an der rechten Flanke bleiben erstmal, diese absichern, während hier an der linken Flanke, also an der nördlichen, vorgerückt wird. Wir haben hier auch einen Hügel, den ich gerne nutzen möchte. Den möchte ich auf jeden Fall einnehmen. Da möchte ich dann auch hier meine Maschinengewehre postieren. Wir haben hier ein Medium Machine Gun, Light Machine Gun und Medium Machine Gun. Einziger Unterschied ist selbe Kaliber, selbes Maschinengewehr eigentlich. Nur leicht unterschiedliche Auswirkungen. Nur das hier ist auf Lafette und das hier mit zwei Beinen. Klassifizierung eigentlich dann nicht ganz richtig mit leicht und mittel, weil eigentlich kommt es da ja eher aufs Kaliber an, aber egal. Kaliber ist auf jeden Fall gleich. Wir haben hier auch nochmal Munitionsträger, die da nochmal Munition mitschleppen. Hier 1008 Schuss. Und dann haben wir hier noch einen Staff Sergeant, das ist quasi der Sektionsleader oder Section Leader von dieser MG Section. Und das ist quasi hier mein Command-Element. Den werde ich auf jeden Fall zwischen den beiden Maschinengewehrstellungen lassen, dass der entsprechend koordinieren kann, denn Kommunikation innerhalb unserer KI-Truppe hier ist wichtig. Kann ich gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, aber das ist auf jeden Fall der Plan. Die werden hier oben auf dem Hügel sein und hier an der rechten Seite noch, um mit rechte Flanke abzusichern, initial. Dann habe ich hier ein Scout-Element, ein Scout-Team, das wird vorgehen als erstes und auf diesen Hügel und den prüfen. Die anderen haben alle noch Wartebefehle am Anfang. Die werden also nicht gleich losmarschieren. Habe ich hier eine Mörser-Section, auch mit einem Staff Sergeant. Da weiß ich noch nicht, wo ich die positioniere, weil Bäume sind natürlich ein Problem. Ich kann die Bäume mal wieder anschalten. Wenn wir jetzt hier mal gucken, ja, sieht alles nicht so gut aus. Hier könnte man die Mörser platzieren. Das sieht aus, als wäre das so eine Art Lichtung hier. Dann machen wir das. So. Und dann hier das erste und das dritte Squad, die werden hier an der rechten Flanke vormarschieren. Hier vielleicht durch diese Senke kann ich ein Squad relativ weit vorbringen Richtung Kirche und dann vielleicht hier bei der Kirche in Position gehen lassen, während es von den anderen gedeckt wird. Dass ich hier durch diesen Graben gehe und dann hier vorrücke und die anderen dann quasi in einer Raubbewegung nachziehen lassen kann auf diesem Friedhof. Das wäre so mein Plan, weil großartig viel andere Deckung außer den Friedhof haben wir ja gar nicht da. Ja, und mein XO-Team, das lasse ich dann auch mitlaufen. Wo ist er hier? Unser First Lieutenant. Der läuft mit. Der bleibt erstmal hier. Mal gucken, wo ich den dann gleich hinschicke. Das ist so der Plan. Und dann das zweite Platoon, wenn die kommen. Die werden dann hier so in diesem Bereich gehen. Ja, wir sehen auch, dass das Gelände hier hinten so ein bisschen abfällt. Man hat wahrscheinlich hier schlechte Sicht. Ja. Aber vielleicht kann man den Feind dann mit Mörsern eindecken. Ich muss ja auch nicht komplett vernichten, nur Verluste muss ich hinzufügen. Ja, das ist so der initiale Plan. Vielleicht nochmal kurz zur Struktur. Ein Platoon, ein Infanterieplatoon hat ein Platoon
Hauptquartier, beziehungsweise ein HQ-Element, Command-Element mit Platoon-Leader, mit dem Offizier und einem Assistant-Platoon-Leader, das ist der Platoon-Sergeant. Ja, und dann haben wir hier 1, 2, 3 Squads mit jeweils, wo haben wir ein Ganzes? Hier, wie sind da drin? 4, 9, ja, mit 12 Mann, Standard-Squad-Größe in der US Army im Zweiten Weltkrieg. Die kann man auch nochmal aufteilen in Teams, Maschinengewehrteam, Schützenteam, Assault-Team. Und diese Struktur findet man eigentlich immer wieder. Also man hat immer ein Command-Element und man hat untergeordnete Elemente. Das sind reale Strukturen, die gab es so zu der Zeit. Und das findet man in allen Combat-Mission-Teilen. Ich habe zum Beispiel im letzten Video zu Plexi oder beziehungsweise in der letzten Mission zu Plexi in einer der ersten Parts oder in einem der ersten Parts habe ich zum Beispiel ganz genau erklärt, wie so ein Infanterieplatoon aufgebaut ist anhand des Spiels, weil es einfach zu 1 umgesetzt wurde. Ja, und dieses Platoon HQ muss Sichtkontakt haben oder Funkkontakt oder Audiokontakt zu den untergeordneten Elementen, damit die entsprechend fungieren können, damit Informationen, die die Befehlskette herunter oder hochgehen, damit die auch wirklich überall bei jedem ankommen. Wenn man also bei allen Einheiten dafür sorgt, dass der Kontakt zum HQ-Element steht, dann können die auch zum Beispiel Funksprüche weitergeben, weil nicht jede Einheit hier ein Radio hat, nicht jeder hat ein Funkgerät. Die haben zum Beispiel kein Funkgerät, die normalen Infanterie-Squads. Und wenn dann irgendwas über Funk durchkommt, zum Beispiel von einem anderen HQ-Element zum Beispiel, dass sich hier Feinde befinden, dann ist die KI in der Lage, das über Funk dann aufzunehmen, hier an diesem Punkt und weiterzugeben an die anderen Squads, damit die KI hier innerhalb dieser Squads auch weiß, okay, da drüben sind Feinde, dann können die da auch wirklich gezielt hinschießen und nicht nur blind. Und genauso verhält sich das mit Feindsichtung und so weiter. Also wenn hier Information ist über Feind und wir ein bestehendes C2-Net haben, so nennt man das Command and Control, ein Kommunikationsnetzwerk, dann geht das hier an jeden weiter und die KI reagiert auch wesentlich schneller. Genauso ist das, wenn ich Befehle gebe, werden die wesentlich schneller umgesetzt, wenn die entsprechenden Links da sind, also wenn die entsprechenden Kommunikationswege stehen. Fällt so ein Element hier aus, ist das für die Kommunikation sehr schlecht. Und im allerhöchsten Schwierigkeitsgrad ist auch so, Einheiten, zu denen ich keinen Kontakt habe, wo irgendwie die Kommunikation abgebrochen ist, kann ich nicht mehr sehen, meine eigenen Einheiten, und dann muss ich den Kontakt wiederherstellen. Das ist ziemlich schwierig und ja, ich spiele im zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, wo das auch schon wesentliche Auswirkungen hat auf die Performance der Einheiten, wenn die Kommunikation nicht steht. Deswegen muss ich gucken, dass ich die Command-Elemente immer mitführe. Meine Offiziere führen von der Front. Ich habe, glaube ich, auch einige verloren in meiner letzten Black Sea-Mission. Ja, deswegen habe ich auch meinen XO dabei. Der XO, der ist der quasi stellvertretende Kompaniechef, der wird mitlaufen, der wird den Angriff führen, sollte bei mir der Platoon-Leader zum Beispiel ausfallen oder ein anderes führendes Element, dann wird dieser hoffentlich dann dieses Element ersetzen, relativ zeitnah, und seine eigenen C2-Links etablieren innerhalb des Platoons und quasi runtergehen von der Kompanieebene. Das ist so der Plan. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich so gut funktioniert, weil er auch kein Funkgerät hat, aber wir werden mal sehen. Ja, jetzt werde ich gleich hier das Ganze ausführen, das Ganze läuft in Echtzeit ab, ist aber, ich habe es eingestellt, man kann es auch komplett in Echtzeit spielen, ich habe aber eingestellt, dass hier immer 30 Sekunden, nee, eine Minute Züge laufen, also ich drücke jetzt hier einmal auf den Knopf, dann läuft eine Minute hier ab, meine Befehle, die ich gegeben habe, werden umgesetzt und dann überlege ich mir, was ich als nächstes mache. Das finde ich irgendwie angenehmer und ja. Wichtig ist vielleicht hier auch zu sagen, zum Beispiel, dass wirklich jeder Soldat simuliert wird. Also wenn ich sage, die KI in den Squads, dann meine ich hier jeden einzelnen Soldaten. Jeder einzelne Soldat hat seine eigene Moral, hat seine eigene Fähigkeit im Grunde, wie er Sachen umsetzen kann und hat seinen eigenen Rang. Wir sehen hier zum Beispiel den Squadleader, hier der Sergeant Rost, der ist Squadleader hier, und wenn der getroffen wird durch Zufall und es schlecht läuft, ja, kann durchaus passieren, dann wird sein Assistant Squad Leader hier übernehmen. Das ist hier der Corporal Ham und so weiter. Also jeder Einzelne hier hat seinen Rang und seinen Namen und so weiter. Also die Leute werden hier wirklich simuliert. So, und jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen Truppenbewegung. Jetzt spaltet sich das alles so ein bisschen auf. Aha. Objective Waypoint Able haben wir erreicht. Okay. Er ist halt, die Wegpunkte hier sind halt versteckt. Man soll hier halt einfach rumlaufen. So. Okay.
Das war also der erste Zug, die erste Minute. Die ist jetzt ohne irgendwelche Zwischenfälle durchgelaufen. Ja, die Einheiten verteilen sich hier noch. Jetzt akzeptiere ich das hier. Wir sehen auch, okay, die sind noch nicht so weit gelaufen. Diese Wegpunkte, die ich Ihnen hier gegeben habe, das sind normale Move-Wegpunkte. Warum habe ich das gemacht? Ich rechne jetzt nicht gleich initial mit Feinkontakt. Das kommt jetzt erst gleich. Und es ist auch nicht so, dass die stumpf dann weiterlaufen, wenn sie beschossen werden. Also das ist im Gegenteil, die reagieren langsamer als mit anderen Befehlen. Es gibt zum Beispiel hier diesen Handbefehl. Das ist der, was sind das für eine Farbe? Lila, eine pinke, wie auch immer. Und wenn die dann Kontakt haben, bleiben die dann auch stehen und erwidern das Feuer. Bei Move dauert es unter Umständen länger, bis sie das umgesetzt haben. Je nachdem, wie gut die Moral auch gerade ist und wer da führt. Das hat da, glaube ich, auch einen Einfluss drauf. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wahrscheinlich schon, ja. Das ist, da wird ziemlich viel simuliert hier von der KI. Auf jeden Fall ermüdet die das aber am wenigsten, weil Ermüdung ist auch eine ganz wichtige Sache. Mit Move können die eigentlich ewig rumlaufen, ohne dass es sie wirklich platt macht. Aber wenn man so Sachen macht wie Hand oder Kriechen oder schnell oder wirklich Sprint, dann sind die relativ schnell platt, die Jungs, und dann reißen die auch nicht mehr viel. Was auch wichtig ist, jedes Squad hat auch einen eigenen Munitionsstand. Wir sehen hier zum Beispiel in diesem Team, hier haben wir 640 Schuss von dem 30er Kaliber M2. Das ist dieselbe Munition wie unser Maschinengewehr, benutzen aber auch unsere M1 Gerunds, also das Standardgewehr hier der US Army, im Zweiten Weltkrieg. Und dann haben sie noch 10 Granaten. Also ich muss auf den Munitionsstand achten. Squads sind aber in der Lage, untereinander Munition zu tauschen, wenn Munitionsbedarf besteht. Und auch Fahrzeuge zum Beispiel führen manchmal Munition mit, wo die sich dann eigenständig ihren Kram rausholen. Da muss man sich also nicht zu sehr dann drum kümmern. Man muss nur darauf achten, dass nirgendwo die Munition ausgeht. Weil wenn die Munition ausgeht, kann man den Feind nicht mehr unter Druck setzen, kein Unterdrückungsfeuer mehr legen, kein Sperrfeuer mehr legen und dann auch nicht mehr flankieren und Feind bekämpfen, logischerweise. Deswegen muss man da sehr drauf achten. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Okay, die sind noch relativ weit vorne dran. Hier unser aufklärendes Element. Das ist sehr gut. Das Maschinengewehrteam ist auch unterwegs. Ah, das passt. Okay. Ja, und zum Beispiel hier die Munitionsträger von den Maschinengewehren. Wenn die in der Nähe von einem Maschinengewehr sind, dann geben die denen automatisch die Munition. Da muss man also nicht zu sehr micromanagen an dem Punkt. So. Da ist unser Maschinengewehrteam. Hier wirklich auch jeder Soldat schön angezeigt. Da sehen wir auch den Soldaten mit der Bar, mit der Browning Automatic Rifle. Und wir sehen auch hier Sichtkontakt zum Squad Leader. Das ist, bedeutet dieses Zeichen. Squad Leader ist hier drüben. Und der Squad Leader hat aber keinen Kontakt mehr zum Platoon Leader. Merke ich gerade. Das ist natürlich schlecht. Muss ich mal gucken, dass ich den Platoon Leader eventuell nochmal ein bisschen anders positioniere, damit die Jungs nicht abgeschnitten sind von der Kommunikation hier an der Flanke, weil hier wird ja auch der Vorstoß stattfinden und mein Platoon-Leader wird natürlich den Angriff leiten, das ist ja ganz klar. Bei mir wird so geführt. Dementsprechend werde ich ihn, wenn die Luft jetzt einigermaßen frei ist, dann auch in diese Richtung befördern. Das werde ich dann auch gleich mal einleiten. So. Die Jungs sind gleich in Position. Wie sieht das aus mit meinen Scouts? Ja, wir müssen das jetzt vielleicht mal ein bisschen beschleunigen. Einen kleinen Sprint sozusagen. Und dann schauen wir mal, dass wir gleich Feindkontakt herstellen. Also ihr seht schon, es spielt sich wie jedes andere Combat Mission auch. Es ist halt einfach ein neues Setting. Wir haben hier eine etwas andere UI. Oder was heißt anders? Die sehen halt neu aus. Es gibt neue Fahrzeuge. Zum Beispiel Jagdtiger und solche Sachen. Also ziemlich cooles Zeug und Luftunterstützung und solche Späße, aber es ist kein neues Spiel, sagen wir es mal so. Es ist der Preis ist halt relativ happig immer bei Combat Mission, das muss man einfach dazu sagen, aber es rentiert sich halt auch und es ist halt ordentlicher Inhalt und wenn man halt wirklich dieses Szenario auch haben möchte, dann ist es
echt ein geiles Ding. Wenn man jetzt natürlich sagt, okay, Ardennenoffensive oder Zweiter Weltkrieg ist jetzt nicht so meins, kann man natürlich auch aussetzen und auf das nächste warten, was vielleicht wieder so wird wie Black Sea oder so in dieser Zeit spielt, ist ja ganz klar. Aber wer sich für den Zweiten Weltkrieg interessiert, da ist das natürlich einfach ein Hammerding und das bekommt man sonst nirgendwo in dieser Form. Da kann man dann ruhig mal ein bisschen mehr Geld investieren. Also $55 kostet diese Version hier, die ich habe, die mir netterweise zur Verfügung gestellt wurde, muss ich dazu sagen, von Battlefront. Zum ersten Mal tatsächlich, alle anderen Teile, die ich gezeigt habe, habe ich gekauft. Aber ist natürlich happig, klar, der Preis. Aber es lohnt sich. Wer noch kein Combat Mission hat, der hat natürlich die freie Auswahl. Aber es gibt keinen Schlachtfeld-Simulator, der tiefer ist als Combat Mission. In meinen Augen. So, hier nochmal ein bisschen weiter vor. So. Ach so, die Mörser. Habe ich ganz vergessen. Die wollte ich ja in Position bringen, hier in dem Bereich. Oder? Ah, die stehen aber eigentlich schon ganz gut. Ah, der Mörser. Der Mörser muss da drüben hin. Hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Feindkontakt herstellen. Unsere Scouts. Oh, habe ich Slow gesagt anstatt Hand. Ja, das war natürlich ein kleiner Fehlklick. Jetzt kriechen die da hoch. Das ist natürlich nicht das, was ich geplant habe. Aber gut. Macht ja nichts. Maschinengewehr bewegt sich auch an der Flanke. Schwere Maschinengewehr oder das mittlere ist auch unterwegs. Gut, okay. Ja, aber wirklich neu ist jetzt in meinen Augen hier nichts. Außer halt wieder neue Fahrzeuge, ein paar neue Waffen. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Teilen eine Greasegun gab. Wahrscheinlich in den zu Market Garn, zu dem Teil. Da gab es die wahrscheinlich auch schon. Weiß gar nicht, ob es im Battle for Normandy auch schon drin war. Aber ja, es ist halt Combat Mission im Zweiten Weltkrieg wieder. Aber es ist auch nicht schlecht. Also es ist gut und es macht Spaß und ich freue mich darauf und ich finde das Szenario toll. Deswegen für mich lohnt sich's. Also muss man dann selbst entscheiden. Und es sind natürlich auch wieder mehrere Kampagnen dabei. Klar, ganz klar, Multiplayer-Modus wie immer. Es sind viele Gefechte schon dabei. Es ist wieder ein Editor dabei. Man kann sich wieder Missionen runterladen von anderen Usern. Also man hat schon wieder den vollen Combat Mission-Umfang. Ich speichere jetzt mal, falls irgendwas ganz schrecklich schief gehen sollte. So. Muss ich das hier nochmal rückgängig machen? Machen wir das hier mal zum Handbefehl. Ja, ich glaube, dass wir jetzt da auf Feind treffen, ist auch unwahrscheinlich. Lassen die jetzt einfach mal sich hierhin bewegen. Und wenn die dann hier angekommen sind, sollen sie mal kurz halten. Und dann schicke ich mal ein paar Scouts hier durch diese Senke nach vorne. Gucken, ob die dann irgendwo beschossen werden oder nicht. Und das Squad ist ja dann schon in Position. Den gebe ich jetzt mal sogenannte Target Arcs, also Feuerbereiche. Dann werden die automatisch alles beschießen, was dort reinläuft. Das machen die sowieso, aber wenn man ihnen kein Target Arc gibt, dann reagieren sie manchmal ein bisschen langsam oder gucken auch mal in die falsche Richtung. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. So. Ein Platoon-Leader, der darf dann hier hinlaufen. Dann hier das eine Mörser-Team. Die dürfen sich ruhig schnell bewegen, das ist okay. Die müssen heute nicht so weit laufen. Habt ihr eigentlich schon deployed? Ja, okay, das Ding ist schon fertig. So, und ihr dürft dann dort drüben den Mörser wieder aufbauen. Oh, das passt soweit. Dann können wir hier nochmal Target Arcs geben.
Ah, jetzt musste ich ein Bäuerchen unterdrücken. Entschuldigung dafür, wie unprofessionell. Ja, und ihr seht, viel, viel Planung, die man hier betreibt. Man muss sich vorher wirklich Gedanken machen. Also ich habe mir das Briefing auch lange angeguckt, die Map lange angeguckt wieder und mir überlegt, was mache ich hier. Aber, tja, ihr seht schon, also das Gelände ist echt schwierig. Das macht es natürlich nicht leicht. Viele Bäume, viele Hügel, viele Kuhlen, wo sich Einheiten drin verstecken können. Also das ist schon relativ hässlich, das Ganze. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der Feind hier hinten dann den Highground haben wird. Also die höher gelegenen Gebiete. Das macht das Leben nicht leichter für mich. Aber wir werden es schon irgendwie hinbekommen. Ja, ich vertraue auf meine 60mm Mörser. Schauen wir mal. Das sind unsere Scouts, die sich hier bewegen. Ja, da sitzen unsere Jungs hier. Oh, er hat die Bazooka in der Hand. Gewehrgranaten M7 ist das, glaube ich, oder? Browning. So, der Squad geht in Position. Da kommt unser Platoon-Leader. Sehr schön. Ja, hier haben wir natürlich jetzt keinen Kontakt, keinen wirklichen zu unserem Platoon, aber die halten ja auch nur die Flanke hier. Deswegen ist das noch zu verschmerzen. Wenn dann das zweite Platoon kommt, dann werde ich die auch hier woanders hin postieren. Ja. Ich glaube, ich lasse meine Scouts noch weiter vor. Soll noch mal ein bisschen weiter für mich aufklären. Okay, die können gar nicht deployen mit ihrem Gewehr. Dann hat es wirklich ein Zwobein. Jetzt müssen wir mal gucken hier mit Target, wo die überall hinschießen können. Die haben alle... Die sehen halt nichts, ne? Ich jetzt woanders hinschicke, zum Beispiel hier. Sehen die von hier was? Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, sie sehen ein bisschen mehr dadurch. Probieren wir das mal. Kriegt ja auch ein neues Target Arc. So. Wie sieht es bei euch aus von hier oben? Was seht ihr? Ja, da drüben, den gegenüberliegenden Hügel. Die Kirche. Das wäre cool, wenn ihr auf die Kirche gucken könnten. So, mal schauen, geht es von hier? Ja, zumindest auf dem Friedhof, dahinter, ja. Das hier dann wieder nicht mehr. Aber drüben hin, ich glaube, das ist wichtiger, dass die so in diesem Bereich irgendwie Sicht haben. Ich meine, Sicht ist sowieso beschissen hier, das ist sehr klar. So. Sie können da dann auch die Lafette aufbauen. Zu was ist eigentlich hier unsere Scouts untergeordnet? Ach, wahrscheinlich direkt zum Kompanie-Element. Head and Headquarters. Puh, kann ich die noch weiter? Nee, ich glaube, das passt soweit.
machen jetzt nochmal einen Zug und ich glaube, dann reicht's für den ersten Part. Haben wir zwar noch keinen Feinkontakt gehabt, aber das Ganze mal langsam aufgebaut. Was wir jetzt aber hier noch machen, wir schicken hier ein Team vor. Oh, die haben sogar zwei Browning Automatic Rifles hier. Zwei Bars. Nicht schlecht ausgerüstet, die Jungs. Schicken wir nochmal dieses Team vor. Schauen wir mal, was da passiert. Das Team hier oben hin. Was habt ihr für eine Sicht da? Ja. Nicht so wirklich gut, aber was willst du machen? Schauen wir mal. Die Mörser eigentlich in Position? Ja. Aber es könnte sein, dass wir keine Verbindung haben. Hä? Moment, Fourth Platoon? Gehören die Mörser zu dir oder was? Tatsächlich. Warum wird mir das nicht angezeigt? Hä? Okay. Ist das irgendwie eine Custom-Einstellung, dass die da zugeordnet werden? Dann muss ich ihn doch nochmal hier in die Nähe bringen, weil er hat das Funkgerät. Das ist wichtig. Oh, Feinkontakt. An der rechten Flanke, ich wusste es. Die haben was gehört. Wahrscheinlich. Oder kurz was gesehen. Sind sich aber selbst nicht sicher. Ah. Das ist jetzt natürlich ungünstig an der rechten Flanke. Ja, müssen wir uns das nächste Mal überlegen, wie wir das schnell machen. Auf jeden Fall ihn erstmal mit dem Funkgerät nach vorne holen, wenn wir die Mörser startklar bekommen. So, die Jungs sind ja in Abfangposition. Das Maschinengewehr. Kann nicht dorthin wirken. Dann würde ich sagen, verschieben wir das Maschinengewehr nochmal schnell. Ich die hier hinbringe. Wie gut können die dann wirken? Auch nicht viel besser, ne? Aber hier vielleicht. Ja, ich glaube, die Position ist nicht schlecht. Schicken wir die mal dahin, damit unsere rechte Flanke sauber bleibt und rücken dann aber trotzdem hier weiter vor. Ich weiß nicht, ob es jetzt nicht vielleicht ein Fehler ist, aber wir müssten ja eigentlich bald Verstärkung bekommen. Hier ein weiteres Platoon an der rechten Flanke. Notfalls muss ich halt schnell hier ein Squad rüber verlagern. Das ist halt klar. Huch, es vibriert bei mir. Ja. Das nehme ich auch mal als Signal, um zu sagen, okay, jetzt müssen wir halt im nächsten Part mal gucken, wie das Ganze hier ausgeht. Und ja, wenn wir das Ganze hier aufgeklärt haben, können wir die Kirche einnehmen. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier demnächst bald Feinkontakt haben. Ja, bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sag bis denne und auf Wiedersehen.